Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist der Lars von Ruhr Energie zusammen mit Dr. Med. Petra Bracht hier in Bad Homburg. Wir machen heute den zweiten Teil unserer Frage- und Antwortrunde. Ihr habt Fragen gestellt auf Instagram und Facebook und wir haben uns ein paar rausgesucht. Alle können wir nicht beantworten, sonst würden wir hier den ganzen Tag sitzen. Dafür haben wir leider keine Zeit, aber wir gehen mal an die nächste interessante, die dich sehr angesprochen hat, ja. Mich würde interessieren, ob Dr. Bracht etwas weiß, wie man Fibromyalgie erträglicher macht. Dazu müsste man wahrscheinlich erstmal erzählen, was Fibromyalgie ist. Ich glaube, ich weiß es so ganz klein wenig. Ich kann ja mal sagen, was ich denke, was es ist. Ich glaube, es ist ein Schmerzzustand, wo alles wehtut, wo die Wissenschaft keine wirkliche Erklärung für zu hat. Und dadurch, dass sie irgendeinen Begriff dafür finden mussten, haben sie gesagt, das nennen wir jetzt Fibromyalgie. Und früher wurde das verkauft unter psychosomatischen Beschwerden. Oder ist das völlig falsch? Wird es heute aber auch noch. Immer noch? Also Fibromyalgie ist für mich eine Krankheit, die es eigentlich gar nicht gibt. Das möchte ich schon sagen. Okay. Also ich war ja schon tätig als Ärztin, als es diese Diagnose noch gar nicht gab. Also da gab es einfach Menschen, die Schmerzen hatten, und zwar Schmerzen, die man nicht in den Griff bekommen konnte, die auch gewechselt haben. Mal waren sie da an den Schultern, mal sind sie dann am Kniegelenk gewesen, mal irgendwo. Und irgendwann kam dann die Fibromyalgie, wenn man bestimmte Kriterien an Schmerzen und an Symptomen erfüllte, wurde dann die Diagnose gestellt. Das war für die Leute damals, die auch nicht ernst genommen wurden, war das eine richtige Befreiung, dass sie endlich eine Diagnose für ihren Schmerzzustand hatten. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, aber trotz allem ist das für mich trotzdem nicht wirklich eine Krankheit, weil wir sehen ja Schmerz ein wenig anders. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, dass ich der zweite Teil von Liebscher und Bracht bin, nämlich Petra Bracht. Wir haben diese Schmerztherapie entwickelt, wo es ja auch ganz, ganz viele Videos dazu gibt. Genau, den Kanal verlinken wir auch mal unten in der Infobox. Da gibt es ganz viele so Mitmachvideos, auch zum Thema Fibromyalgie. Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Deswegen will ich eigentlich heute gar nicht so viel drüber sagen, weil in diesen Videos, da ist es so toll von Roland auch erklärt und was ihr machen könnt. Aber für uns ist also die Fibromyalgie zu sehen wie jeder andere Schmerz auch. Nämlich Schmerzen sind immer dazu da, um den Besitzer des Körpers zu warnen davor, dass er durch einseitige Bewegung, gar keine Bewegung, dass er seine Gelenke schädigt, dass er sich dann nicht mehr bewegen kann. Aber noch tiefer eindringen könnt ihr wirklich auf diesem anderen Kanal, weil das ist ein hochspannendes Thema. Und letzten Endes geht man dann hin und behandelt einfach diese Schmerzzustände, diese Engpässe mit einer sogenannten Osteopressur, indem man die Muskulatur nämlich entspannt, weil wir haben dieses Programm dieser muskulären Situation im Gehirn, und durch diese manualtherapeutische Behandlung löschen wir das. Und dann ist es wichtig, Übungen zu machen, damit die Muskulatur wirklich lange bleibt und gedehnt bleibt und es kein Druck mehr auf das Gelenk ausgeübt wird und dann der Körper keine Gefahr mehr sieht, sich dann irgendwann nicht mehr bewegen zu können. Weil das war ja früher total wichtig, sich zu bewegen, dass wir heute nur noch sitzen. Alles um uns herum bewegt sich. Das gab es bis vor 100 Jahren oder 50 Jahren, gab es das alles überhaupt noch nicht. Und deswegen wird Schmerz einfach dummerweise auch häufig ganz, ganz, ganz falsch verstanden. Und deswegen kann man Fibromyalgie wirklich, wenn man aktiv wird, selbst aktiv wird, ja, das ist ja immer so dieses Schwierige, dass die Leute selbst mitmachen müssen, dann kann man die ganz normal behandeln und in die Heilung bringen. Und natürlich auch mit einer guten und gesunden Ernährung, weil Muskulatur verkrampft nämlich immer dann, wenn der Körper was bekommt, was ihm nicht gut tut. Und viel Schlechtes, viel Gift, das macht einfach einen hohen Muskeltonus, und dadurch ist natürlich diese Fibromyalgie von dem Schmerzzustand her noch wesentlich heftiger. Und deswegen ist zum Beispiel eine Fastenkur total gut, Smoothiekur, Basenkur, Entsäuerungskur ist wunderbar und hilft, den Schmerz zu lindern. Das kombiniert mit der Osteopressur und dann mit der Engpassdehnung, das ist eine wahre Freude, diesen Menschen zu begleiten und dann zu beobachten, wie diese nicht heilbare Krankheit laut Schulmedizin dann plötzlich doch völlig verschwunden ist. Ja, super.
einfach mal gucken. Ja, also Link zu dem Kanal findet ihr auch irgendwo hier unten in der Infobox. Da gibt es ein paar gute Erklärvideos auch noch zu und ein paar Übungsvideos, glaube ich, auch. Eine tolle Frage noch. Was sollte man als 13-Jähriger bei einer veganen Ernährung beachten? Erstmal super, dass du in dem jungen Alter... Er ist wirklich 13. Ja, stimmt. Das Open Your Eyes 13. Ja. Klasse. Meine Güte. Ja, also, ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Wichtig ist einfach, dass dein frischer Anteil deiner Nahrung über 50% ist. Definitiv im Sommer kannst du auch 70% einfach frische Nahrung zu dir nehmen. Wichtig ist aber, dass du abwechslungsreich isst. Du bist 13, irgendwie willst du wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen wachsen und auch ein paar Muskel kriegen. Dann ist es schon auch ganz gut, dass du ein paar Eiweiße zu dir nimmst. Aber es gibt wunderbare Eiweißquellen in der Pflanzenkost. Meine Güte, da fängt man an. Quinoa ist ein wunderbares. Die ganzen Hülsenfrüchte, auch die Sojabohne, die ist rehabilitiert, die ist absolut in Ordnung. Ja. Man kann also Haferflocken, unsere Kinder werden groß mit Haferflocken. Ja, ist auch. Haferflocken ist was Tolles. Hat genug Fett, hat genug Eiweiß und hat genug Kohlenhydrate und ist sogar ein Vollkornprodukt. Also was will man mehr? Das ist genial. Und was im Moment auch noch gut ist, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video ausgestrahlt wird, aber bestimmt noch im Sommer. Ja, ja, natürlich die nächsten. Geh auf die Wiese und hol dir wirklich auch noch Wildkräuter. Mach dir Smoothies, das ist auch ganz wichtig. Klar. Und da halt eine Handvoll Wildkräuter rein, ist abwechslungsreich. Und du in deinem Alter hast bestimmt noch ganz viel Hunger, dann isst du einfach, wenn du Hunger hast. Du isst wahrscheinlich schon dreimal, vielleicht auch viermal, vielleicht auch fünfmal. Ist überhaupt nicht schlimm, aber abwechslungsreich. Und bitte denk auch du dran, dass die Nahrung von einer Bioqualität tausendmal besser ist als die konventionelle Nahrung. Wenn das beeinflussen kann, als 13-Jähriger kann man sich vor seinem Taschengeld... Ja, aber vielleicht... Vielleicht unterstützen ihn ja auch die Eltern. Vielleicht. Who knows? Vielleicht. Mal gucken. Ich habe da schon viele Nachrichten bekommen von Leuten, wo das immer schwierig war. Ja. Ganz wichtige Frage. Kann ich auch in Schwangerschaft, Stillzeit auf vegane Rohkost umsteigen? Ab wann kann ich entgiften? Kann ich mein Baby rohköstlich ernähren? Worauf muss ich achten? Ups, das sind da ganz viele Fragen. Ja. Also... In der Schwangerschaft und in der Stillzeit auf eine vegane Rohkost umzusteigen, würde ich absolut verneinen. Weil was passiert denn, wenn wir wirklich uns auf eine andere Ernährungsweise einstellen, die dem Körper echt die Chance gibt, auszuleiten? Wir werden das Ganze giftlos. Und wenn sie oder du dann auch noch zusätzlich stillst, dann kommt das ganze Gift in die Muttermilch und wer bekommt es ab? Nämlich das Baby. Und das will keiner. Also du kannst es lange vor einer Schwangerschaft machen. Das kannst du natürlich. Das ist auch die beste Vorbereitung im Übrigen, schwanger zu werden. Ja, genau. Ich habe gerade neulich wieder eine Patientin gehabt, eine Großmutter, die mir erzählt hat, dass ihre Tochter aufgrund meiner Beratung, schön, hat mich total gefreut, aber die Frau hat es ja gemacht, tatsächlich endlich ihre Kinder gekriegt hat und zwei. Das fand ich total toll. Also das ist eine super gute Voraussetzung, dann auch ein Kind zu bekommen, wenn man vorher umstellt. Genau. Das ist so das eine. Was ging es denn jetzt weiter? Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr während eurer Stillzeit davon erfahren habt und eigentlich unbedingt loswerden wollt, bitte deswegen nicht die Stillzeit verkürzen, sondern dem Baby so lange die Milch, die Brust geben, solange es das möchte, finde ich auf jeden Fall. Und danach könnt ihr dann anfangen umzustellen. So, und was? Babys rohköstlich ernähren? Geht das? Also wir haben es teilweise damals schon mit unseren Jungs gemacht und es war ganz spannend, interessant und es ging. Ja, also, man braucht, glaube ich, halt nur ein bisschen Kapital, um gute Sachen zu kaufen. Absolut, ne? Absolut. Ne? Das also, ist halt nur mit Bananen und Äpfeln kommt man dann nicht weit. Braucht man auch gute Avocado und was weiß ich, was alles noch. Also was ich natürlich gemacht habe, ich habe schon gestillt auch dabei. Ja, ja, natürlich. Ja? Das macht zum Beispiel die Alexandra ja auch noch. Sie stillt ja auch noch, aber die Kleine isst jetzt halt auch Kartoffeln, Avocado, Süßkartoffeln, auch ein bisschen Tofu manchmal mit dazu. Und je nachdem, was sie da will, die macht ja jetzt dieses
mitessen, dieses Baby-Led-Weaning sozusagen. Total gut. Sie kann sich das aussuchen, was sie will. Und dann merkt man, ach, das mag sie nicht. Und dann stellt sie sich ihre Breie sozusagen selber zusammen, indem sie alles in der Hand zermatscht und das isst, was sie will. Und sie hat ihr Lieblingsessen. An manchen Tagen mag sie das, an manchen Tagen mag sie jenes. Und ich glaube, das geht sehr gut, wenn man halt eine gute Auswahl hat, ja. Aber man braucht schon ein bisschen Kapital, glaube ich, um halt auch vielleicht eine Bioqualität, gutes Obst und Gemüse. Unbedingt Bioqualität, aber wir haben das immer nur ganz kurze Zeitphasen gemacht, das weiß ich, weil wir haben halt auch nicht nur Rohkost gegessen, also gerade zu der Zeit, als unsere Kinder dann kamen, dann gab es natürlich auch gekochtes Essen, macht gar nichts, du darfst auch ein wenig geben, es ist schon spät am Abend. Ja. Die haben dann auch mitgegessen und die haben halt auch Kartoffeln mitgegessen und die haben dann auch Gemüse mitgegessen. Die haben halt ihre Fingerchen dorthin gesteckt, was sie wollten und es war durchaus in Ordnung. Aber das ist wahrscheinlich der beste Ratschlag, dass man einfach die Kinder mitessen lässt. Absolut. Ja, wenn man selber Rohköstler ist und man macht sich ein tolles Essen und die Kinder essen, dann ist es ja ganz natürlich. Da braucht man sich ja gar keine Gedanken zu machen. Ja. Und dann passiert das auch ganz von alleine wahrscheinlich. Aber trotzdem nochmal ein Hinweis, weil also zum einen habe ich gesehen, dass es einfach auch Kinder gibt, die wirklich rohköstlich großgezogen wurden. Ich war selbst bei Guy-Claude Berger, also dieser Mensch, der die Instinktotherapie entwickelt hat. Und wir haben da einige Kinder auch gesehen und es war schon sehr spannend. Aber ich habe auch in meiner Praxis leider schon Situationen gehabt, die nicht so ganz schön waren, weil ich kann mich noch erinnern, da war eine Mutter, die kam mit ihrem Säugling zu mir und sie war, glaube ich, dieses Kind war 3 Monate alt und hatte einen absoluten B12-Mangel. Und Gott sei Dank habe ich das gleich erkannt und dann ist in die Klinik gekommen, alles gut gelaufen. Aber darauf müsst ihr unbedingt achten. Ihr müsst substituieren mit B12, weil das ist so das Einzige, was schief gehen kann. Also unbedingt. Was richtig blöd schief gehen kann. Ja, das ist einfach doof. Und das ist auch der Grund, glaube ich, da stürzen sich natürlich dann auch die ganze Medizin drauf und sagt, meine Güte, wie furchtbar und wie ungesund. Und das braucht einfach nicht sein. Aber ich denke, bei euch ist es allen angekommen, dass B12. Ich glaube auch, mittlerweile. Extrem wichtig ist. Total. Ja. Was haben wir hier noch? Thema Omega-3, Omega-6. Einige ehemals Veganer meinen ja plötzlich wieder Fisch essen zu müssen. Wie sieht sie das? Also wie siehst du das? Okay. Also ich denke, das ist nicht notwendig. Wahrscheinlich geht es jetzt um dieses DHA, das wir brauchen, weil da sind ja die Diskussionen im Moment extrem am Laufen. Also ich habe selbst meinen Lehrer, also Professor Klaus Leitzmann, nochmal gefragt und angeschrieben, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit diesem DHA? Können wir aus dieser ganz normalen Omega-3-Fettsäure aus dem Leinöl, schaffen wir es, DHA und EPA wirklich umzuwandeln oder nicht? Und er meinte, eigentlich seitdem so, wenn wir nicht zu viel von den Omega-6-Fettsäuren haben. Und das fand ich nämlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Okay. Das Dumme ist, dass da noch gar nicht wirklich geforscht wurde. Also es gibt keine Gruppe, die hat dieses und jenes und das und dann konnte man das vergleichen. Das heißt, wir müssen also selbst irgendwie da forschend tätig werden. Und also ich selbst esse keinen Fisch, aber ich habe mir jetzt gerade einfach, weil ich mir etwas unsicher bin wegen des DHAs und ich habe es jetzt nicht gemessen bei mir, könnte ich im Übrigen auch machen, das kann man messen im Blut, das Verhältnis von DHA und EPA. Ich habe mir jetzt einfach Leinöl gekauft mit DHA aus Algen. Genau, richtig, ja. Das ist total gut und schmeckt. Ja, und wir haben so Kapseln für die Alexandra hauptsächlich, auch aus Algen, von so einer Bodybuilding-Firma, die verkaufen das, also auch vegan, ja. Und sie kriegt sie, weil sie ja noch stillt, damit halt auf jeden Fall in der Muttermilch genügend Omega-3 halt dran ist. Ne? Ja. Und das kann man machen und Also man muss auf jeden Fall keinen Fisch essen. Die Weltmeere sind sowieso schon so leer gefischt. Genau. Dann noch eine Frage, weil das jetzt noch passt zu dem Thema Baby. Ein Baby kuhmilchfrei ernähren, top oder schlecht? Also auch auf Milchpulver verzichten. Da haben wir ganz oft Anfragen, dass Leute sagen, oh, ich habe eine Brustentzündung, ich kann nicht stillen. Es gibt immer mal wieder Sachen, dass man selber nicht stillen kann. Und was kauft man dann? Ja, was sollte man dann
dem Kind kaufen. Also ich bin jetzt persönlich auch kein Fan, dann irgendwie dem Kind Sojanahrung zu geben, weil das ja auch sehr, sehr hoch verarbeitet ist. Ja. Hast du da Erfahrung? Was würdest du da empfehlen? Oder ist es dann in dem Fall in Ordnung? Oder Ziegenmilch gibt es mittlerweile auch als Pulver? Gibt schon sehr lange. Ja. Gibt schon sehr lange. Ja. Also ganz klar, hier sind zwei Fragen. Es geht einmal auf Milchpulver verzichten, also wenn man stillt, oder auch generell auf die Frage, ob man sich milchfrei ernähren sollte, ob das schlecht ist oder nicht. Ganz definitiv, milchfrei sich zu ernähren ist, also tiermilchfrei sich zu ernähren, ist das Beste, was man wirklich tun kann und machen kann. Bei den Babys muss man einfach ganz viel Erfahrung mitbringen, wenn man sich darauf einlässt, weil da geht es einfach wirklich darum, dass ein Baby optimal versorgt werden muss. Mhm. Aber man kann sich auch da wirklich helfen. Also ich habe es häufig gesehen, dass die Menschen dann Mandelmilch zum Beispiel gemacht haben, dass sie auch wegen des Vitamin B12-Mangels dann auf Ziegenmilch übergegangen sind, wobei macht nicht viel Unterschied zur Kuhmilch. Also wenn überhaupt, würde ich dann versuchen, eine andere Ernährungsform zu wählen, die dann schon auch tierfrei ist. Und das kann man. Es gibt wirklich genug Sorten. Man muss aber dann wirklich gut abwechseln. Also man muss die verschiedenen, sind ja dann keine Milchsorten. Wie heißt das denn eigentlich? Trinks. Muss es okay, offiziell ganz heißen. Ganz genau, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, dass man das den Kindern gibt. Und das würde ich dann schon auch wirklich mit frischem, gesundem Obst dann auch mischen und würde halt wirklich auch gucken, wie geht's meinem Kind, und das beobachten. Und man kriegt das als Mutter total mit. Wenn ein Kind schon mal das erste Lebensjahr erreicht hat, ist das sowieso überhaupt null Thema mehr. Und dann braucht ihr Kind auf keinen Fall Tiermilch. Weiß Gott nicht, er braucht es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Man weiß von Untersuchungen, Melnick hat da ganz viel gemacht, Professor Melnick, das ist ja... Sagt mir auch was, wer ist das? Ja, das ist der Hautarzt aus Osnabrück, glaube ich, kommt der. Ich will jetzt auch, bin mir nicht ganz sicher, aber der forscht ganz viel über Tiermilch und der sagt ganz klar, dass die ganzen Babys, die Tiermilch bekommen, einfach damit schon die ganze Voraussetzung bekommen, später einmal an diesen heutigen Zivilisationserkrankungen zu erkranken. Und er erklärt es sehr schön, weil bestimmtes Signalgebungssystem aktiviert wird, um bestimmte Stoffe, die das Wachstum anregen, später dann halt auch weiter, um das zu aktivieren. Es wird auch ein bestimmter Anteil von Mikro-RNS durch Milch übertragen. Das heißt also, wir haben fremde RNS-Anteile, die letzten Endes wieder in unseren eigenen Zellen dann aktiv werden können und nicht gut sind. Also da gibt es hochspannende Informationen, mittlerweile wissenschaftliche Informationen, die absolut darauf hinweisen, Finger wegzulassen von Tiermilchprodukten. Genau. Ja, super. Wir haben schon wieder lang geworden. Wir machen noch mal ein extra Video. Bleibt da dran. Vielleicht verlinke ich die alle mal hier unten auch in der Infobox. Schaut doch mal bei Ihrem Kanal vorbei, bei Ihrem YouTube-Kanal. Da gibt es auch ganz viele Informationen als Videoform. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert doch bitte den Kanal. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Tschüss. Tschüss.